Geht nicht an? Geht nicht an. Doch, geht an. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um Mozart-Sonaten. Ja, eine, ne? Ich war dran. Eine Mozart-Sonate. Hier Band 2, Köchel-Verzeichnis 331. Ganz kurz mal das Thema anspielen, dass alle ungefähr wissen, um welche es geht. Und das übrigens gleich vorweg, es geht eigentlich nur um die, Variation Nummer 2, weil eine Frage einer Schülerin. Das habe ich eben angespielt, das Thema. Erstens um die Sonate Köchel 331 nochmal zu, ne, in Erinnerung zu rufen. Und jetzt nämlich wegen des Tempos. Wenn man so spielt, ist es ein, kann ich hier oben mal zeigen, ist es ein, sieht man, 6/8-Takt. Gut zu erkennen, ne? Da sieht man es. 6/8 Andante Grazioso. Ja, da können, manche würden sagen, kannst du so spielen. Ist auch ein bisschen Andante, ist ein bisschen Grazioso. Aber, so, darauf will ich jetzt hinaus. Diese Achtel, wenn man die einmal vorgegeben hat, das Tempo. Bum, 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 dann viel Spaß bei den. Hier, bei denen, warte, ich denke mal das Metronom eben. Bei diesen, wenn es hier losgeht, ne? Oh, ne? Achso. Siehst du? Hat man jetzt von oben nicht so gesehen, aber ich musste mal eben die Brille wechseln. Dann sieht man nämlich die Noten. Zu schnell. Kann ich gar nicht so schnell. Habe ich auch ewig nicht mehr gespielt damals. Die Schrift von meiner alten Lehrerin, ja, 40 Jahre her. Egal, muss ich jetzt durch. Mal wieder üben, war so. Diese Variation, das Tempo von dem, darauf will ich noch, vom Andante, das Andante Grazioso wird jetzt die ganze Zeit durchgehalten, denn die Variationen 1 und 2 und 3 und 4 sind alle in demselben Tempo bitte zu spielen. Bitte schön, Dankeschön. Und keine wird da irgendwie langsamer oder irgendwie schneller. Bei Variation 5, da steht dann Adagio drüber, da hat man dann die, okay, dann wird es langsamer. Aber das ist dann ja auch schon, da kommt wieder die 6, das Allegro. Also er hat eigene Tempoangaben für Variation 5 und 6, aber nicht für Variation 1, 2, 3 und 4. Die werden in diesem, ja, schon deutlich langsamer geworden, der Klavierlehrer. Denn diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist das Tempo, was ich jetzt mal zugrunde lege für die Variation 2, um die es ja eigentlich auch geht heute. Ne? Habe ich ein Echo? Irgendwie ist heute der Ton komisch. Ne? Ich habe was, irgendwas am Ohr. Was haben wir halt gesagt? 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das ist so 100 und noch was. 3, 4, 5 und 6. 100 und 112. Vielleicht, oder? Oder? Wir nehmen heute mal 112, auch aus Rücksicht auf die, ich bin auch noch gar nicht warm gespielt und naja klar, aber dann kann man ja vorher machen. Hier, zum Tipp nochmal, wenn man sich warm spielt und nicht warm gespielt ist, erstmal, Metronom wieder aus, auf Dauer nervt sind doch, Ärmel bleiben natürlich unten, die Muskeln sollen ja jetzt erstmal warm werden. Vaso muss ich warm spielen. Machen übrigens alle. Alle meine Schüler im Winter, vor allem im Winter, denkt dran, im Winter draußen kalt, heute haben wir minus 10. Da muss man ja nicht mit Hemdsärmeln herumlaufen. Im Haus ist zwar wärmer als draußen, bei den meisten, aber es trotzdem, ne? Gut. Heute extra eine schöne Wollhose angezogen, wegen, ne, Wärme und so. Oh, passt auch zu Mozart. Nur als Empfehlung, wer das zum ersten Mal übt, diese Variation 2, ruhig mal erstmal, ne, die rechte Hand checken, was die wissen. Und immer, wenn einer mit Metronom spielt,
Dann auch auf das Metronom hören, Herr Raso. Und dann nicht irgendwie daneben spielen, drauf auf den Takt. Warte mal, sind die letzten, diese vier, kann man das von oben sehen, sind die überhaupt so schnell? Hier, die Kollegen, diese, ne? Wo sind wir? Da. Das sind doch, was sind wir, 1, 2, 3 Balken, das sind 32. Vier 32. Kommen auf eine, kommen auf eine Achtel. Das muss also auf einen Schlag, kann ich ein bisschen mehr erkennen. Kannst du das dann besser erkennen oder schlechter? Schlechter, ne? Also ich komme ein bisschen näher ran mit dem ganzen Mozart hier. So, na ja, gut. Jeweils diese Achtel, diese 32. auf eine, 32. auf eine Achtel. Also. Seht ihr, ich war nämlich zu schnell. Ich, wenn man immer so gewohnt ist, das so durchzuballern, ne, dann sind die natürlich, dann sind die extrem schnell. Aber wer nur, in Häkchen immer gesprochen, nur so langsame Achtel spielt, nee. 1, 2, 3, 4, tschak. 1, 2, 3, 4, tschak. Dann sind die auch nur so, so schnell. Oh, richtig vorteillos. Übrigens, ne, Mozart. Manche sagen ja Mozart. Ach, ist doch leicht. Hier, ne, kennst du? Easy peasy. Von wegen. Also überall, wo Mozart draufsteht, ist ja auch Mozart drin. Und Mozart ist richtig schwierig. Wer Klavier spielen kann, weiß, Mozart-Sonaten gehören mit zu den schwierigsten. Und vor allen Dingen, weil der Mozart, ne, das war da so ein Salzburger, Österreicher damals, 1756, da hat er, ist er geboren. Gerade mal 35 geworden, der Mann, egal. Aber das ist, der hat nämlich auch Sachen komponiert, die kann man eigentlich gar nicht spielen. So sind so extra mit Absicht. Ich glaube, der hat sogar hinterher da gesessen, hat das komponiert und dachte nur, ja, spiel erstmal. Das ist richtig zum Teil. Auch hier in dieser Sonate, da kommen Sachen, so mini kleine Stellen, die sind so hammerschnell zu spielen, so richtig schwierig. Da übt jeder sich erstmal einen Wolf. Die meisten, die das schon mal gespielt haben, diese Sonate, A-Dur, Köchel 331, wissen, was ich meine. Hier kommt zum Beispiel 64. vor. Ah, hier auch nochmal eine Stelle. Nee. Ach, die. Genau. Diese Variation 5, ne, 64. Wann sieht man schon mal vier Querbalken? Bei Mozart, andauernd. Ne? Schlimm, der Mann. Und hier übrigens auch, dieser Triller, mache ich extra nur so. Das ist quasi so ein Friedensangebot. Eigentlich steht der Triller auf einer 16. Kann man ja ein bisschen länger machen. Aber haben wir so viel Zeit? Haben wir so viel Zeit? Eins, zwei, das sind die Achtel. So wäre es ohne Triller. Dann, dabei dann. Also ich habe genauso, die Zeit habe ich. Mein Problem ist nämlich, wenn ich den Triller ganz, ganz, ganz schnell mache, und muss dann die langsamen 32 hinterher schieben, dann wird es nämlich ein großer Trillerbrei. Und dann wird es ungenau und alle denken, ja, nee, ist klar. Deswegen reicht erstmal. Kann ich erstmal nur empfehlen, alle, auch Schüler, Schülerinnen, die das gerade üben, macht diese Triller, wenn das Stück richtig. Seid ihr noch da? Ja, moin. Wenn ihr diese Triller, wenn ihr das Stück richtig gut drauf habt, also wenn das läuft und man spielt das schon seit einem halben Jahr oder so, ne, dann kann man ja hier mal ein Upgrade machen. Da kann man meinetwegen neben diesem 1, 2, 3, dödödisch, macht man dann vielleicht 1, 2, 3, 4. Später. Ja, und apropos hier Triller, ne? Wenn man schon mal Klavierunterricht hatte und hat Bach gespielt, Triller immer mit der oberen Nebennote. Bei Mozart mit der Hauptnote beginnen. Hauptnote ist die Note, die da steht. Ne? Da steht ein D. Also Triller, ich habe mir das gerade völlig falsch vorgespielt, ne? Oh, Alter. Der Triller ist auf D. Der Triller steht auf der Note D. Also wird immer mit der oberen, das ist für immer.
Bei allen Komponisten, allen Kompositionen. Immer die obere Nebennote wird vertrillert sozusagen. D steht notiert, also muss ich mit E trillern. Aber wenn ich jetzt bei Bach gespielt hätte, wenn es von Bach wäre, dann müsste ich mit dem E, mit der oberen Nebennote auch noch beginnen, den Triller. Also so. Ne? So wäre es bei Bach. Aber wir sind ja hier bei... Deswegen mit der Hauptnote beginnen, mit dem D. Einmal trillern. Und dann schon... Würde ich machen. Ne? Einmal hin und her. Und dann machen wir also 1, 2, 3, 4, 5 Töne statt 4. Das sind ja nur 4. 1, 2, 3, 4, Chuck. Also auf einem Klick von diesem Klick. Ne? Also so. Oh, spiel doch mal mit dem Metronom zusammen, Junge. Das ist heute nicht gut drauf, oder was? Damals, ich habe das also in Déjà-vu, ich habe das ja auch mal geübt, da war ich so 16, 17, früher mal, jetzt wollen wir jetzt keine Jahreszahlen nennen, ne? 81, da habe ich das nämlich, weiß ich noch, das hat nämlich irgendeiner, warte mal, wie hieß er, oder heißt er, vielleicht gibt er noch, oder so, Hans-Martin Theopold, kann man das erkennen? Hier, Fingersatz, wo seid ihr, da oben. Fingersatz von Hans-Martin Theopold. Der hat mir schon so manche schlaflose Nacht gekostet. Hat mir also wirklich schon, da weiß ich auch, da habe ich auch gestritten damals mit meiner Lehrerin an der Hochschule Hannover, früher mal, damals in meiner Jugend. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 würde man dann spielen. Wenn man nach Theopold spielte, kann man es erkennen, da würde man wie so eine... Also, das ist quasi, wenn man so will, A-Dur-Fingersatz, bloß rückwärts gespielt. Aber leider sozusagen falsch, weil man den vierten auf dem Cis dann spielt und dann den dritten ganz entspannt, ne, spielen könnte. Kann, könnte, braucht man aber nicht. Und zwar habe ich eigentlich meinen Bleistift hier, warte mal kurz. Für jemanden, der das jetzt gerade im Unterricht bei mir hat, ich will jetzt wieder keinen Namen nennen, die Person kann entsprechend einmal gucken, mach das doch nicht. Bitte tu dir das nicht an, das ist extrem. Das muss ja irgendwie komisch klingen. Bei mir auch schon, ist nicht rund. Wie wäre es mit 5, 4, 3, 2, 1? Ich mache hier mal extra ganz dick fett. 5, dann so ein und dann so eine 1, ne? Dann mal näher ranholen. Seht ihr das? Seht ihr das? 5, 4, 3, 2, 1. Und das war jedes Mal. Es gibt ja noch mehr solche Stellen. Hier wieder so ein Ding. Schon gleich danach. Ne? Auch ja, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, 5, 4, 3, 2, 1 die Dinger zu spielen. Ne? Dann... das einmal gemacht hat, das sind alle diese Stellen, das sind nämlich vier Stück. Einmal, warte, seid ihr, könnt ihr sehen? Hier einmal, da, zweimal, da, dreimal, da, viermal. Die kann man dann alle diese Vierergruppen mit der anschließenden Achtel oder Triolen, wie auch immer, die werden dann mit 5, 4, 3, 2, 1 gespielt. Was ist das denn für ein Triller? Junge! Sie auch. Alter, warte, ich nehme mal die Noten. Daran lag es nicht, klar, weil die Noten getragen hast. Oh dir. So. Rund und gleichmäßig geht anders. Und nochmal. Und zwar, wie gesagt, die ganze Zeit macht erstmal, merkt er gerade, ne, erstmal nur die rechte Hand, das ist schon schwer genug zum. Ne? Oh. Pennt noch. Okay.
ganz kurz, seht ihr von der Seite, wir machen jetzt mal so eine, also wenn der Vase schon Trillerschwierigkeiten hat, ne, dann ist schon irgendwas nicht mehr ganz okay. Denn normalerweise, ich bin doch der Trillerkönig, ne, gar nicht. Ne, also mein Problem war immer schon, ich wollte immer ganz, ganz, ganz schnell und ganz, ganz super, und so. Aber da sagt jeder Flügel oder auch die Klaviere oder heutzutage zum Teil Digitalpianos, die sagen dann, können wir gar nicht so schnell, die Repetition haben wir ja gar nicht. Was hat der denn für einen Triller-Speed? Träum weiter, Alter. Also beim gut eingespielten Klavierlehrer, Menschen hier mit warmen Muskeln, könnte man... Aber das ist dann auch volles Risiko. Das geht mit Sicherheit, von 20 Triller im Stück hast du bestimmt 5 daneben getrillert, weil die Muskeln, oder man muss halt wirklich jeden Tag nur Triller, 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 dann, ja, dann wird man aber auch ganz schön betrillert, wenn man sowas... Immer gut, über die einen Witze zu lachen. Ja, Alter. Ohne Linke. Ja, warte mal, da hat irgend so ein Klavierlehrerin von mir, hat da früher mal so einen Klingel drum gemacht. Ja. Ja, aber jetzt, wo ich so ins Detail gehe, mache ich die falsche Kamera an. Das war mir ja klar. Ne? Wir sind hier Takt 43. Da fies, ne? Mit D wegen E7, ne? Ja, das war jetzt nicht Mozart, das war so schlecht. Vor's Mozart. Trotzdem, das ist schon ganz schön jazzig, ne? Für so einen Salzburger von 1700, wann hat's komponiert? Steht immer meistens drüber, 1778. 1778, da war ich. Nee, da war Mozart schon, da war schon 22. Junge, 22. Ja, manche waren dann ganz früh schon richtig, richtig gut. Das wäre das Übungstempo, das demnächst gleich noch kommt. Ich mache im Moment ganz viel für die zuschauenden Schülerinnen und Schüler. Die Schüler, die das gerade spielen, sollten wissen, ich übe fast immer ein ganz bisschen zu schnell. Das macht ihr bitte nicht, ihr macht das entsprechend dann so. Ne? Wenn ihr das 112er Tempo als Ziel festgestellt, meinetwegen 120 maximal Ziel, dann macht ihr aber die Übung auf, jetzt kommt er wieder, 80. Ne? Ist ganz gut zum gemütlichen... Erstmal reinkommen. Aber, und ganz wichtig, immer jetzt den Fingersatz, den ihr jetzt euch schon überlegt habt, für das wahnsinnig hohe Tempo später, überlegt habt, vielleicht mit meiner Hilfe, dass man sagt 5, 4, 3, 2, 1, ne, die Dinger hier. Ui, wisst ihr was? Das merke ich gerade jetzt erst. Das ist ja, Junge, ist das krass peinlich. Das Stück spielt der seit 1981 und merkt jetzt, dass das dir wirklich nicht wahrnehmen. Na gut, besser spät als nie. Also der Mozart hat ja nur 2 von denen komponiert und dann hat er angeklickt, mit der Maus rübergezogen, hier losgelassen, hat er kopiert und fertig. Ja, oben, die ersten beiden sind von Fis bis H. Zweite von E bis A. Und in der dritten Zeile hat er auch wieder Fis bis H. Und wieder E bis A. Dem ist ja nichts Neues mehr eingefallen. Junge Mozart, da schreibe ich mal eine E-Mail hin. Da sagen wir, pass mal auf. Nächstes Mal machst du das mal ein bisschen. Aber das Gute ist ja, man merkt das fast gar nicht, weil die linke Hand spielt was, ne, und die rechte Hand und dann überhaupt. Und es gibt ja einen ganz anderen Zusammenhang. Deswegen habe ich das noch nicht gecheckt. Und wenn man hier beim ersten Takt sagt 1 und 2, dann spielt man und dann 2 gemütliche H's. Wenn es beim zweiten Mal kommt, spielst du dieselbe Tonleiter, aber dann machst du sofort so diesen E-Dur-Dreiklang hinter. Und dieses Ding. Also musst du wirklich... Das muss natürlich geübt werden, erstmal vom Daumen. Also bei dem Fingersatz von
Hans-Martin Theopold ist es nämlich nicht nötig. Er spielt 3, 2, 1, 4, 3. Aber das kann man nochmal von der Seite sehen. Bei dem Theopold-Fingersatz, da muss nämlich der Schüler, der Klaviermensch, der muss so. Und jetzt die Hand. Gesehen? Erstmal so schräg. Na, so. Und dann rum. Das ist besser da von oben. Ne? Rum kann man es mit einem Schräg besser erkennen. Hier kommt hier so an. Schräg. Das kann man heute gar nicht gut sehen. Hat er denn, was hat er denn für die Kamera? Warte mal eben, was habe ich denn da gemacht? Alter, ich muss mal eben so ein bisschen. Zwischen Musik. Dieses, also hier, ne? Geht besser, ne? Der Arm ist ein bisschen schräg. Jetzt kann man es sehen, ne? Schräg ist nämlich so und so wäre gerade. So ist schräg und so ist gerade. Und wenn ich schräg komme und dann gerade muss. Ich mache mal den Fingersatz von Theopold. Ja, das geht. Das kann man so machen. Aber jetzt guck mal den Vaso-Spezial-Fingersatz. Vaso-Spezial. Gesehen? Ich kann es gar nicht gucken. Der Arm bleibt die ganze Zeit schräg. Also mal mit meinem Fingersatz. Da gibt es nichts so und so und dann so und dann so, sondern nur so, also schräg. Die ganze Zeit kann der Arm entspannt schräg spielen, also Ellenbogen nach außen heißt schräg. Der Ellenbogen ist nach außen und schiebt quasi den ganzen Spielapparat Hand vor sich her. Ja, nochmal von der Seite gucken. Drück bloß nicht auf den falschen Knopf, dann ist alles schwarz. Siehst du? Ne. Also von der Seite gucken, dann ist der Ellbogen nämlich außen. Hier ist der Ellbogen. Der schiebt jetzt den ganzen Arm des Klavierlehrers nach unten. Also in dieser Schiebebewegung, ne? Eine Armbewegung, so und fertig, so und fertig. Jetzt nochmal von der Seite gespielt, geguckt, die Theopold-Version. Also da bist du schief. Oder könnte man das? Nee, geht nicht. Ah, das ist schon, habe ich einen Fingernagel zwischen die beiden Tasten gekriegt und habe es gehört, gemacht. Oh, Mann. Theopold. Da rufe ich mal an. Also es gibt, das ist immer so die Challenge auf Deutsch, ne? Wenn man Fingersätze hereingeschrieben bekommt von irgendwelchen Star-Menschen, Theopold in dem Fall war wohl auch ein berühmter, weiß ich gar nicht, kann sein. Habe ich jemals den Namen schon sehr oft gelesen und sehr oft schon seine Fingersätze revidiert und anders gespielt, als er das gemacht hat. War einfach, macht ja auch ein bisschen Spaß. Und wenn man so, hey, heute seid ihr da, nee, ich mache wieder von oben. Wenn man nämlich, wenn man so eine Stelle findet und die ist schwieriger zu spielen mit Theopolds Fingersatz, ist man natürlich stolz wie Oscar, wenn man dann den besseren Fingersatz gefunden hat, der sogar noch für alle vier Stellen gleich geht. Also da kann man jedes Mal. Okay, man muss natürlich ein bisschen üben, gebe ich ja zu. Also wenn man hier vom vierten Finger, vom fünften Finger E, hier, damit meine ich Takt 42, letztes Achtel, ne? 5, 4, 3, 2. Schreibe ich auch noch rein. Jetzt wird mein Fingersatz hier mal verewigt. 5, 4, 3, 2, 1. Ganz krass. Dann bist du nämlich beim Daumen beim A und musst dann aber mit dem Zeigefinger zum E für den Rest des A-Dur-Dreitags. Denn der Theopold-Fingersatz macht dann 4, 3, 2, 1. Junge, echt? Dann will er vom Daumen H zum fünften Finger A springen. Wow. Okay. Warte mal. Das geht. Ist der schon wieder zwischengehakt? Ich würde gerne wissen, was er für Finger hatte. Also ich vermute hatte, weil das ist ja eine Ausgabe von aus den 70s. Die Noten, die ich hier habe, die sind schon Asbach. Uralt, so richtig. Wer weiß, ob diese Menschen überhaupt noch unter uns weilen. Weil, nee, 1977 ist das herausgegeben worden, dieser Band. 77. Alter. 13. Diese jedenfalls, dieser Fingersatz, au. Ich weiß nicht, den kann man glaube ich spielen, aber bedenket immer, und wenn man kommt hier wirklich ange, also man kommt so an. Und dann kommt es natürlich hier auch so an, also. Habt ihr jetzt? Nee, nee,
Metropol. Also krieg ich nicht hin. Das, also das weiß Tempo natürlich, aber war so wieder 132, nicht so richtig. Also, jedenfalls, wenn man da so schnell angerannt, je schneller, desto schlimm. Weil langsam kann man das. Wir sehen, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 3. Ja, je langsamer, desto easy peasy. Ja, kann ja jeder, ne? Ho, schlimm, gar nicht. Aber jetzt machen wir mal meinen Finger. Das heißt, 5, 4, 2, 1, das ist schon mal, das ist schon mal gebongt. Das läuft, ne? Und dann muss ich es nur noch so machen. Einmal rüber und Daumen hinterher. Vom Daumen A zum Zeigefinger E zum Daumen C. Das muss jetzt für meinen, für Vaso Spezialfingersatz geübt werden. 1, A, Zeigefinger E, Daumen C. Übt das mal. Und bedenket dabei, die Hand ist sowieso schon schräg. Der Arm kommt von außen, fünfte Finger schiebt runter. Und jetzt muss man, kann man, sieht man, ne? Man muss dann so einfach drüber wegkrabbeln. Der Daumen wird überlaufen vom Zeigefinger. Und kommt dann mit Lichtgeschwindigkeit vom A, annähernder Lichtgeschwindigkeit, vom A hinterher zum Cis. Also übt das mal. So ein bisschen so ein Daumen-Special, ein Good Morning Power Training. Und so ein bisschen kann man ja, wenn man sowieso in dieser Passage, finde ich, macht man so ein Minimal-Pedal. Gemerkt, da wird man so ein bisschen, hat man eh diesen so minimal Pedaltupfer hier schon. Also würde ich machen. Auf keinen Fall das so wie eine Beethoven-Sonate pedalisieren mit so einem Monster-Pedal und so richtig so. Als ob man Beethoven mit mehr Pedal pedalisieren würde als Mozart, aber es ist, finde ich, in diesem Fall zu viel Pedal macht es dann auch wieder, dann lieber gar kein Pedal, geht auch, ohne es. Ist dann so ein bisschen, hat er denn wieder? Also für mich ist so ein Metronom echt Gold wert, ich benutze es auch dauernd. Wie ihr vielleicht merkt, um mich auch zu bremsen. Um nicht einfach immer zu schnell zu spielen. Denn wir hatten das am Anfang dieser Klavierstunde, dieses Videos, hatten wir ja schon festgelegt, wenn man hier, ne, das Tempo vorgibt, hat man sich auch dran zu halten. Bum, 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 da, da, genau, hat man nämlich, also das ist hier, Vaso spielt auf 120, kann man sich ja schon mal merken. Und nicht auf 132, Junge, dann ist es nämlich so. Und das ist einfach zu sportlich. Könnte man vielleicht sogar noch gerade so mit durchkommen, aber ehrlich gesagt, muss man sich dann das dann hier hinten so anschauen. Dann guck mal, dann bist du hier aber auch. So. Da muss er. Dann hetzt man da so durch und fängt an zu schwitzen und oh, warum habe ich denn bloß so schnell das Thema gespielt? Ne? Genau. Das steht ja extra Andante Grazioso, nicht Andante Molto Vivace per Tempo Prestissimo oder sowas. Also 120 ist auf jeden Fall Oberkante. Mehr braucht man nicht bei dem Stück, finde ich. 126, je nachdem, wie man es kann, aber achtet mal drauf, am besten empfehle ich ja auch immer allen Schülern, es gibt ja YouTube, kennt ihr YouTube? Seid da gerade drauf, ne? Einfach mal eintippen, KV331 und verschiedene Versionen, warte, Agerich, Julia Wang, diese aus Russland, die heißt hier nochmal Katja Bunatischvili und da gibt es noch ganz viele andere weibliche Pianistinnen, die hervorragend, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Diese etwas ältere, schon längst verstorbene, die auch ganz toll Mozart immer spielt. Ihr wisst, wen ich meine, Frau. Einfach mal anhören und vergleichen. Verschiedene Versionen, verschiedene Interpretationen. Alle haben irgendwie andere Tempi. Aber keiner, kann ich jetzt mal versprechen, rast da so durch nach so einem wie so ein galoppierendes, wild gewordenes Pferd. Klingt ja auch doof, ne? Klingt das so?
Entschuldigung, Mozart, Entschuldigung. Also, hör mal auf. Ne, also 120 reicht vollkommen. Denn jetzt, und bevor es wieder ein super langes, unnötig langes Video wird durch die vielen ganzen Abschweifungen, kommen wir mal zu dem Eigentlichen, was, glaube ich, auch viele Schüler und Schülerinnen nervt, neben meinen ganzen Witzen, dass diese ganze, die linke Hand, die ist einfach nur schwierig. Ja? Also dieses... Takte, die haben es schon echt in sich. Und wenn man, wie ich jetzt auch, habe ich viel Rest gespielt. Und links ist noch richtig schön kalt. Morgen linke. Wir müssen dich noch ein bisschen warm kriegen. Wir machen jetzt mal die Übung. Ja. Diese Übung für die linke Hand. Mach mal folgendes. Spiel mal, das geht ja die Triolenfigur. Ne? Wenn das normale A-Dur-Dreiklang wäre, dann wäre es nicht Mozart. Egal, aber nur zum Zeigen. Dann ist die Hand quasi ausgeglichen. Mal den fünften, mal den Mittelfinger, mal den Daumen. Dann kann man so... Ist auch schon mal eine Reinkommen-Warm-Spielübung, dass man erstmal den A-Dur-Dreiklang, ne, den von unten nach oben und wieder von unten nach oben und wieder von unten nach oben, dass man das erstmal übt, dass es einigermaßen rund läuft. Mach das schon mal. Mal von der Seite gucken. Habe ich zweimal gedrückt? Hey, man muss ja einmal drücken. Ja. Ist noch ein bisschen zu weit weg. Ich schau mal ein bisschen näher an den Teller. Ja. Okay, ich spiele es noch teilweise höher. Warte, sieht man. Klingt genauso und nicht anders. Sieht man, ne? Was macht er? Er macht nicht so. Warum macht er nicht so? Genau, weil es dann immer jedes Mal, wenn ich runtergehe mit dem fünften, mit dem ganzen Arm, Handgelenk knickt so durch, hat der fünfte fett den Akzent. Deswegen in diesem Fall, wenn es auch schneller gehen soll später, ne, bleibt der Unterarm mal ruhig. Lass mal dieses ganze Geschlacker schon mal als erstes schon mal sein. Kein Unterarmgeschlacker bei dieser Stelle bitte. Und dann ist man hier. Ich weiß, die Töne sind in Wirklichkeit hier unten, ne? Aber da kann ich es schlecht vormachen, das ist nicht mehr im Bild. Deswegen mache ich es mal hier vor. Oder ich müsste wieder ein bisschen zurück. Wir bleiben mal hier. Ja, Oktave höher. Ne? Zeigefinger Dis und Daumen E. Ne? Dass die erstmal rundlaufen. Ist mehr oder weniger eine Trillerübung. Ja. Zeigefinger mal aufs Dis stützen, nicht mehr hochnehmen, Daumen alleine. Nochmal 3 Stunden lang, ne? Nicht wirklich 3 Stunden. 2 Minuten. Könnt ihr euch einen Rhythmus ausdenken? Macht überhaupt keinen Spaß. Das ist eine von den Übungen, wo man dann, wenn man Digitalpiano hat, setzt man sich einen Kopfhörer auf, dass die Nachbarn und die anderen im Haus nicht so genervt werden. Oder man übt sein Morse-Alphabet. Geht ja auch. Alphabet Morse, ne? Mehr kann ich nicht. Immerhin. Der Sinn dabei ist, weniger Quatsch machen, bitte. Danke, dass man hier den Daumen hebt und wieder senkt, hebt und senkt, dass man diese Muskulatur, die man dafür ja braucht, ne, sonst würde der Daumen ja gar nichts machen, ohne Muskeln würde er, der wird angehoben und abgesenkt, aber selbstständig, nicht mit irgendwelchen Aktionen im Arm, nur der Kollege, hier, ne, seht ihr, ne, der Daumen macht das ganz alleine, deswegen Zeigefinger runterdrücken, liegen lassen, Daumen muss alleine arbeiten. Dann habt ihr das 2 Stunden gemacht, dann kommt der Daumen dran. Der Daumen bleibt dann liegen und der Zeigefinger macht das Gleiche. Das wird euch auch so gehen, der geht einfacher. Könnte dann liegen, dass der Daumen bei mir nicht so richtig im Training ist. Ja, war so mal wieder dran, ne? Und das ist einfach viel größer und schwerer und hier die ganze Handarbeit. Man macht ganz gerne, das zeige ich nochmal auch von oben, man macht dann ganz gerne fälschlicherweise, kann ich wieder hier machen, wegen, macht man ganz gerne dann so, dass man irgendwie so mit der Hand so rum anfängt, so zu eiern. Wenn der Daumen alleine spielen muss, dann macht man gerne mal so ein bisschen so. Ja,
sieht man doch besser von der Seite. Also, zurück, Kommando, hier, ne? Dann macht man gerne mal so ein bisschen so schräg, die ganze Armhand, die biegt sich so auf und dreht sich dabei. So eine, diese Drehung wollen wir nicht. Das ist ja, dann würde der Daumen ja quasi, der macht dann gar nichts, der Arm dreht sich nur so. Das gibt auch solche Triller. Rotationsbewegung aus dem Unterarm kann man auch trillern. Aber wenn man so spielen möchte später, kann man nicht die ganze Zeit den Arm rumrotieren und dann mit dem Hand und dann das müssen die Finger hinkriegen. Die Finger haben das alleine zu spielen. Mit einer ganz leichten Handgelenkunterstützung, vielleicht um, ja, um nicht so fest zu werden, kann man so ein bisschen das Handgelenk bei jeder Figur so ein ganz bisschen zur Lockerheit bringen durch eine leichte Handgelenkassistenz, vielleicht so. Das ist nicht ganz fest. Habe ich damit nicht sagen wollen, dass man es fest machen muss. Und die Finger machen alles alleine. Sondern so ein bisschen darf schon, aber nicht diese Rotation, nicht so drehen, der ganze Ellenbogen, das ganze Handgelenk schlackert rum. Das geht niemals in dem Tempo. Das wieder, ne? Mozart hat wieder mal, das ist extrem nicht so leicht. Nervt auch, ne? Intervall Halbton ist fast schon so ein bisschen. Für die Ohren immer so ein bisschen so, boah, nennt man eine Dissonanz. Ganz am Ab, weil die Übung ist, glaube ich, klar geworden. Man macht den Triller mehr oder weniger. Triller ist es ja gar nicht. Hier, falscher Winkel auch noch. Oh, Junge, heute ein bisschen. Ja, dass die Hand das erstmal kann. Nächste. Ah, die gibt es gar nicht. Schade, ne? Weil die ist nämlich leichter. Finde ich. Da kann man so ein bisschen sprudeln. Das zeige ich nochmal von der Seite. Das A-Dur-Ding ist auch, da können die Finger so ein bisschen aufmachen. Ja, da kann der Zeigefinger quasi wie so eine Wippe, hier hält er die Hand so ein bisschen. Aber mit dem Zeigefinger auf dem Diss. Ja, das ist wieder Mozart. Mozart auf einmal zack macht einen Diss statt einen Cis. Kann er auch Cis komponieren. Hat er nicht, hat er Diss gemacht. Alter, das Diss und vor allem jetzt einfach nicht so laut werden. Bei mir war es gerade falsch, aber viel zu laut. Ne? Der untere ist immer noch der lauteste von den Dreiergruppen, die Triolen hier. Kommt dann, als nächste Übung macht man den fünften Finger, den ersten Ton von diesen Triolen. Sieht man? Oh, bist auf der falschen hier, ne? So. Den ersten Ton von den Dreiergruppen erstmal ein bisschen länger liegen lassen zum Üben. Dadurch hat man automatisch die Betonung schon mal abgehakt läuft. Ne? Man hat so eine kleine Stützstimme dadurch schon rein, also herausgeholt. Da mache ich erstmal heute Schluss für dieses Video. Vierergruppe rechts. 1, 2, 3, 4. Links Dreiergruppe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist die berühmte 3 gegen 4 Übung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hat man schon mal geübt, ne? Ich mache mal eine andere Klangfarbe. Ja, ging schon mal runter. Aber das braucht ihr auch. Wer das Stück spielt, muss 4 gegen 3 können. Hilft nix.
Geht, aber vielleicht mit Fingern doch einfacherweise, sonst zu schnell zum Klopfen. Also hier zusammen. Da wieder zusammen. Jedes Mal, ganz konsequent. Und dann nicht sagen, später mal, ja, war so, wir machen doch 100, haben wir nicht 132 gesagt? Ja, sowas, ne? Da hört eh keiner. Na, hört man das wirklich nicht? Ist das dann nicht, ist das, ich hab's extra mit eben mal schlecht gespielt, ne? So mehr so ganz, insofern habt ihr natürlich recht, je schneller, desto eher ist es für die Ohren ein großes Gerausche. Deswegen meine Empfehlung, spielt das erstmal langsam, aber ordentlich. Nicht so wie das der Klavierlehrer seit einer Viertelstunde, wie lange bin ich jetzt dran? Ich mach Schluss gleich. Ne, vorgemacht hat, das Rumgerase, das ist typisch Vaso und seiner Ungeduld typisch, ne, Mutti, und das, wie nennt man das? Privileg der Jugend. Manche werden auch nicht erwachsen in Bezug auf, wie man ein Klavier übt. Ne, das kommt, nehmt euch ein Negativbeispiel, dieses ewige Schnellgeübe, das dauert alles nur länger. Macht's ruhig und dann dauert's, geht's schneller. Also, es wird natürlich nicht schneller von den Fingern her, aber man hat es schneller im Kopf und kann dann das Tempo graduell steigern auf 120, bevor man jetzt die ganze Zeit auf 170 übt und dann zurück muss, was ungenau war, auf 105. Das bringt es nicht. Also lieber... Entschuldigung, ne? Wir sind dann nämlich hier beim Übetempo. Hat er nicht immer so Lieblingstempo 80? War doch mal so eine Zahl, ne? 80 war doch bei dem... war immer 80. Und dann, da hört man es also richtig dick und ganz genau. Gemerkt? Mal weiterspielen abschließend. Ach so, nee, bevor ich jetzt hier, ne? Dieser, Winkel stimmt? Ja, Winkel stimmt. Hier. Ganz wichtig, der Kollege, meine Lehrerin hat mal so einen blauen Haken gemacht, Takt, ha? 39, 40, ach ja, die haben ja durchgezählt von Anfang an, deswegen, Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen, der erste Satz wird durchgezählt, natürlich von Variation, innerhalb der Variation 2 ist es Takt 4, ne? 1, 2, 3, 4, wenn man das durchzählt vom ersten Ton des ganzen ersten Satzes, dann ist es Takt 40. Am Ende ist diese Abphrasierung. Tada, schwer, leicht. Ganz wichtig. Nicht, auf keinen Fall so spielen. Tada, schwer, extra schwer. Ne? Geht sowieso nicht, weil es das letzte Viertel, nee, das letzte Achtel im 6-Achtel-Takt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ruhig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 6 ist niemals im Leben, niemals nie. Die ist niemals betont. Ist immer unbetont. Also kommt man hier raus. Doch mal ein bisschen wieder rauszoomen. Das ist jetzt zu sehr reingezoomt, müssen wir ein bisschen rauszoomen. Dann ist man nämlich hier. Wir kommen rangerast am Takt 40, also der vierte Takt im Variation 2. Schwer ist tief und unten und leicht ist nämlich oben und quasi weg von der Tastatur zu so abheben. Aber nicht abstoßen. Ich bin noch höher gesprungen als du. Und dann hat man natürlich extra betont. Und das wollen wir nicht. Wir wollen im Wegnehmen des Armgewichtes nur ein bisschen so einen Ton noch abziehen.
Das ist mir aber schwer gefallen, das Tempo zu halten, ne? Deine berühmten 80 hier, was das war. Ja. Ich hab eine Idee. Meine Schülerin übt das gerade. Ich übe das auch mal wieder. Das jetzt macht irgendwie Spaß. Und man kommt wieder rein. Was soll es denn hier? Ich übe das einfach mal wieder und dann läuft das auch besser. Dann kann ich das noch besser vormachen als im Moment. So, für heute muss es reichen. Ich verabschiede mich mal hier auch. Ne? Und nächstes Mal jetzt wieder 2, 3 Jokes weniger. Das war die Mozart-Stunde hier, ne? Video. Klaviersonate Köchel 331 A-Dur. Die ganz berühmte, die 11. ist, glaube ich, von seinen ganzen Sonaten, die er mal geschrieben hat. Und solche Sachen, wer das gerade spielt, das Stück, ne? Es gibt ja Menschen, die spielen das gerade, ihr wisst, wen ich meine, die sollten auch wissen, erstens, von, wie heißt der Komponist? Wolfgang Amadeus Mozart. Warum ist Wolfgang Amadeus Mozart wichtig? Weil es gibt ja noch Leopold Mozart, gab. Ne? Das war der Vater von dem Wolfgang Amadeus. Man muss also wissen, welcher Mozart? W.A. Mozart, schon mal checken. Und dann sollte man wissen, dass die Sonate A-Dur, Köchelverzeichnis 331 ist. Und nicht einfach nur sagen, ja, das ist die Sonate mit dem Thema, mit den Variationen, mit dem, das geht so. Da, 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 da. Da kann man sich natürlich auch mit aus der Patsche helfen, wenn man es nicht anders erklären kann, wie das Stück heißt. Wisset die Opuszahlen, jedenfalls ist es ein Köchelverzeichnis, weil ein Herr Köchel die Mozartschen Werke verzeichnet hat, deswegen Köchelverzeichnis KV. Die Nummer dazu wissen, 331, Tonart, A-Dur. Und wenn man dann weiß, dass es die 11. Sonate ist von seinen 18, wie viel hat er geschrieben? Eine Menge, ne? Dann ist auch nicht schlecht. Sonate Nummer 11 kann man, ist aber nicht ganz so wichtig wie Köchel 331 und gar nicht so wichtig wie A-Dur und Köchel. Und dann das mit dem Thema Variation ist natürlich auch gut. Und wenn man es ganz, wenn man alle sagen, das kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, dann kann man ja noch einen Ass aus dem Ärmel ziehen und sagen, kennst du denn nicht? Doch, du kennst doch den Schlusssatz von, den Schlusssatz hier, das ist doch der, den Schlusssatz, ne? Wie war nochmal? Der Schlusssatz dieses Alla Turca, ja, wieder zu schnell gespielt, dieses das kennt dann wirklich jeder, ne? Das hier vielleicht nicht so, aber das haben wir schon mal gehört. Ne? Aus der gleichen Sonate ist nämlich dieser letzte Schlusssatz, der dritte Satz, Allegro. Nee, das ist auch nur Allegretto. Was rasselt denn da so durch? Junge. Okay, ich wollte eigentlich aufhören. Ich mache jetzt mal Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.